Zombie Apocalypse. Ach, endlich ist wieder ein neuer Tag. Yippie, ich freue mich. Geil. Ich habe langsam wirklich dieses Häuschen. Ein Moment, das ist kein Haus. Das ist ein Container. Von der nächst größeren Baustelle. Nee, was ich gerade sagen wollte. Also, ich habe es jetzt langsam richtig satt. Also, ich brauche auf jeden Fall ein Haus. Ich brauche irgendwas Großes, wo man sich wirklich wohlfühlt. Was gemütlich ist, wo man auch ein bisschen was zu tun hat zu Hause. Aber der Container, der ist halt schön billig, ne? Es ist halt alles da, was ich brauche. Und Hauptsache, mein Auto ist schön. Ich glaube, ich gucke mich mal so ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwie ein schönes Häuschen, was ich bauen kann, beziehungsweise was ich kaufen kann. Ein Grundstück wäre natürlich auch noch schön. Ja, Mensch. So. Ja, das bringt der Alex alles nichts hier. Ne? Also ich reg mich immer darüber auf, aber im Endeffekt finde ich das Auto geiler als den Container. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen erstmal in diesem Sinne. Für euch spiele wieder den LS22 mit der Feuerwehrmod. Und ich habe heute neuen Dienst in der BF von Waldstätten. Und da werden wir jetzt erstmal hinfahren mit meinem wunderschönen VW ID3, ID3. Los geht's. Das Teil ist schon an, man hört es gar nicht. Das ist so leise. Wirklich, die Windgeräusche, die Umweltgeräusche sind viel, viel lauter. Selbst die Bambis sind lauter, ne? Als das Auto. Das ist so unfassbar leise. Das ist einfach nur geil. Und man tut natürlich auch etwas Gutes für die Umwelt, ne? Schönes Ding. So. Eigentlich kann ich auch laufen, aber ob ich jetzt laufe oder mit einem Elektroauto fahre, ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied. Denke ich. Ich hoffe, ich mache nichts falsch jetzt hier. Aber wie gesagt, das Auto fand ich halt mega gut. Gerade für Kurzstrecken mega, mega gut geeignet. Obwohl ich eigentlich die Mercedes EQ haben wollte, also sozusagen die Viano-Version in Elektroform. Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, den kann ich mir dann irgendwann mal holen und wenn es reicht. Ich glaube, ich muss noch ein paar Einsätze fahren und dann kann ich mir auch das Auto mal holen. So. Ich gehe mir erstmal umziehen, bevor wir jetzt gleich hier reinstarten in den neuen Tag. Ich liebe es wirklich, im Hochsommer neben dem Serverschrank zu sein, zu stehen, weil genau hier mein Schließfach ist. Herrlich, ich lieb's. Ne? Besser geht's gar nicht. Ja. Liebe Freunde, was steht heute eigentlich an? Also im Endeffekt heute eigentlich wirklich gar nichts. Also wir gucken mal, ob wir einen Einsatz reinkriegen. Kann ja sein, dass wir doch irgendwas Kleines haben oder so. Mal gucken. Ansonsten, heute Fahrzeugwartung. Ne? Also sprich, alles auffüllen, alles was fehlt, was alt ist, was wird ausgetauscht. Ja, das müssen wir einfach machen. Die Fahrzeuge werden durchgecheckt, ob irgendwas defekt ist. Und so weiter. Das wird alles heute gemacht in diesem Video. Und das ist natürlich auch perfekt, denn, ne, viele von euch haben ja so oft schon gefragt, von wo ich die ganzen Mods habe. So, das kenne ich mittlerweile schon ewig lange, dass so viele Leute auch fragen. Ist ja verständlich, ich verstehe es wirklich, dass halt so viele Leute fragen, wo man die Mods herbekommt. Also, ich mache das heute wirklich mal so. Hau die alle, die ganzen Links von den Mods, einfach mal komplett unter dem Video in die Videobeschreibung. Seht ihr auch am Titel. Ich habe heute einfach mal alle Mods verlinkt. Alle, die wirklich privat sind, habe ich jetzt natürlich jetzt nicht reingestellt. Aber alle, die öffentlich sind, die könnt ihr euch natürlich alle kostenlos downloaden. Das Einzige, was ich glaube, was privat ist, ist das HLF mit dem Skin. Ne? Das sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Das stört aber, denke ich mal, nicht. Also das Fahrzeug ist ansonsten genau identisch, da ist bloß die Lackierung anders. Ansonsten sind eigentlich alle Fahrzeuge, die ich habe, hier öffentlich. Deshalb verstehe ich es halt auch nicht, warum ihr die ganze Zeit fragt. Weil ich ging mal davon aus, so ehrlich gesagt, ihr habt die Mods, weil die halt alle öffentlich zugänglich sind und ihr euch die kostenlos runterladen könnt. Also von da habe ich die halt nie so richtig in die Kommentare, in die Beschreibung gepackt. Ich habe es dann halt erst gesehen, wo ihr das kommentiert hattet, dass ihr die Mods gerne haben wollt.
Da habe ich mal vereinzelt so Links reingeschickt, aber jetzt erstmal separat in diesem Video. Guckt gerne mal in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch alle Mods verlinkt, da könnt ihr gerne einmal reinschauen und ja, euch downloaden und in den Mod-Ordner schieben. Wie man Mods installiert, ist auch ganz easy. Ich kann euch das mal ganz kurz erklären, ich werde euch das jetzt nicht einblenden oder zeigen. Ihr geht auf My Games, also erst Dokumente auf eurem Computer, dann auf My Games, Landwirtschaftssimulator 22. Und dann habt ihr zu guter Letzt einen Mods-Ordner oder Mod-Ordner im Spiel, ne? Im Spielhauptverzeichnis quasi. Und da zieht ihr euch einfach die ganzen Mods rein und dann könnt ihr die kostenlos, so wie ich in meinen Videos hier, benutzen. Ist geil, oder? Wie easy das einfach ist. Das ist schon schön. Also das ist auch was Cooles, muss ich mal sagen, ne? Also die Mods werden von Jahr zu Jahr im LS immer besser und die lassen sich auch besser installieren, ne? Also früher wusste ich noch ich glaube im 11er, im 13er und 15er, da musste man die so oft entpacken. Alter, da ist man schon verrückt geworden und dann wurde es nie im Spiel richtig angezeigt. Da musste man da noch was ändern und dies machen. Das ist alles nicht mehr so wirklich. Man hat die ganzen Mods jetzt einfach nur so als Datei, man lädt die runter, und kostenlos natürlich, und benutzt die einfach in seinem Spiel. Und dann kann man sich zum Beispiel das auch so aufbauen, wie ich das hier habe. Also ganz, ganz einfach eigentlich. Einfacher geht's wirklich gar nicht. So, hier müssen wir noch das Tor aufmachen. Das hakt immer so ein bisschen. Genau. Der gute alte Graf da, ne? Ist auch, ich glaube, sogar meine Lieblingsmod aktuell im 22er. Neben den AT3 natürlich, ne? Das ist natürlich auch ein richtig schönes Auto, gar keine Frage. Was mich so ein bisschen stört, ist das Blaulicht. Das könnte vielleicht noch ein Tickchen heller sein. Ansonsten ist das perfekt. Schönes Auto. Die anderen natürlich auch, ne? Aber so vom Lieblingsauto ist es bisher der Crafter. Weil das Blaulicht auch so, oh, das sieht so abgespaced geil aus. Macht Spaß, wirklich damit zu fahren. So. Ja. Und die Autos. Warte mal, die können wir eigentlich auch stehen lassen hier drin, ne? Machen wir noch Blaulicht an, dass das ein bisschen schöner aussieht. So, das Polizeiauto noch. Tor können wir ja trotzdem aufmachen. So in etwa. Und dann können wir hier alle Autos gut warten, beziehungsweise ja, neu auffüllen. So, und dann können wir auch eigentlich theoretisch, hier guck mal, die Fahrzeughalle kärchen. Also, weil wir gerade schon dabei sind, können wir das nämlich gleich machen. Ist gar nicht so verkehrt, ne? Aber ich habe schon ganz viele Kollegen gerade gesehen, die das gehört haben. Nee, 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 nee. Also heute steht es nicht auf dem Plan. Nee, ist ja auch so. Die wurde ja eigentlich auch erst gemacht. Also da müssen wir jetzt hier nicht übertreiben. Ne? Nicht, dass wir uns auch überarbeiten hier. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alles hier. Oh. Ich habe... Ja, okay. Dann fahre ich mal rüber. Haben wir doch noch einen Einsatz reingekriegt. Das wurde mir gerade hier still und heimlich gesagt. Wir sollen mal hinfahren, unterstützen. Was auch immer da passiert ist. Also. Ach so. Das ist ja perfekt. Da sitze ich ja schon im richtigen Auto. Dann gucken wir mal. Fahren wir mal hin zum Einsatz, Leute. Mehr erfahrt ihr gleich am Einsatzort. So, wo genau soll der sein? Also das frage ich mich gerade. Also hier wurden wir jetzt hingeordert. Wir haben nämlich jetzt gerade eine Tierrettung. Uns wurde gesagt, dass eine Taube anscheinend irgendwie hier oben auf der Dachrinne sitzt und nicht mal selber eigenständig wegfliegen kann. Also, warte mal, wir gehen mal hier rum. Also haben wir quasi jetzt einen Tierrettungseinsatz von...
diesem Gebäude, also beziehungsweise für die BF Waldstätten. Und wir sollten halt hier hinfahren. Ich habe auch noch gar nicht den Anrufer gesehen. Der ist anscheinend wieder los. Aber ich sehe jetzt gar keinen Vogel. Ich glaube, das ist hier schon erledigt. Ich glaube, der ist weggeflogen. Ne? Also der Vogel, also beziehungsweise die Taube, sollte genau hier vorne am Haupteingang sein. Aber ich sehe jetzt hier nichts irgendwie vor dem Geschäft. Na, wir können ja kurz mal die Leitstelle anfunken und Bescheid geben. Ach, hat ja schon gemacht, der Kollege. Jo. Was sollen wir machen, wenn hier nichts weiter ist? Also ich dachte, nee, gut. Dann können wir wieder abrücken, wa? Ja, hier ist sowieso nichts mehr los. Okay, gut. Dann hat sich das anscheinend schon erledigt. Also habt ihr gerade mitbekommen, liebe Freunde, wir haben auch natürlich Tiereinsätze, ne? Tierrettungseinsätze gehören natürlich auch mit zur Aufgabe der Feuerwehr. Aber das war anscheinend doch ein Fehlalarm. Also beziehungsweise, ja, der Einsatz hat sich automatisch irgendwie abgeschlossen und von daher ist der Vogel, die Taube, alleine irgendwie losgekommen. Ja, gut. Dann fahren wir erstmal wieder zurück und stellen uns hin. Achso, wir machen mal Blaulicht an. Das war gleich wieder alles hier vollzählig haben. Okay, dann haben wir das erstmal. Also, ach so, die sind schon fertig. Das gibt's ja nicht. Was? Das ging schnell. Wir waren noch nicht mal lange weg. Ach so, ah ja. ihr Spinner, ey, wirklich. Die meinten gerade, ja, ja. Wir wollten das machen und der alte Mann, also ich, ne? Hallo Witz. Sollte das nicht machen. Soll man Rücken schon, hat er gesagt gerade, der Peter zu mir. Ist das ein A? Meine Güte. Ja gut, dann hat sich das erledigt und die Fahrzeuge müssen alle wieder rein ins Gerätehaus und dann warten wir auf den nächsten Einsatz, würde ich sagen, liebe Freunde. Ja, und ansonsten schaut gerne unter dem Video in die Beschreibung, da sind alle Mods verlinkt, klickt euch gerne durch und dann sehen wir uns wieder in alter Frische im nächsten Video mit dem nächsten Einsatz. Ich wünsche euch noch was und bleibt gesund, wir hören uns bis dahin. Ciao.